Hallo und recht herzlich willkommen hier zum neuen Projekt im LS19 und zwar auf der wunderschönen Map Kandelin. Und wir sind auf jeden Fall hier unterwegs mit einigen weiteren Helfern. Ein bisschen gleich später mehr dazu im Projekt. Und zwar ist mit dabei einmal der Anthony, der Dom, der Dominik, der Jan, der Heiko, der Peppi, der Tobi und der Jens. Moin zusammen, Hallöchen. Moin. 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 Hallöchen. Ja, den einen oder anderen kennt ihr vielleicht stimmlich vom Farmers Diary. Ansonsten haben uns alle hier so schicke Fahrzeuge so ein bisschen rausgesucht. Ich habe mir hier so ein LSA von Fendt rausgesucht. Anthony hat sich hier so einen schicken Klaas genommen. Der Dominik hat sich hier so einen schicken John Deere genommen. Tobi hat hier so einen JCB, einen Case. Da haben wir noch einen MF, zwei weitere John Deere hier von AGDM und einmal Peppi natürlich den größten hier, ne? Peppi? Ah ja. Kompensierst du irgendwas damit? Nein, oder? Wollte ich auch gerade fragen. Nicht wirklich. Okay, gut. Also, ne, jetzt werdet ihr euch fragen, wieso 9 verschiedene Leute, 9 verschiedene Geräte? Ich hatte einfach mal Bock, mit ein paar Leuten so ein bisschen was im Multiplayer zu machen. Und zwar starten wir alle unter dem Hof Lohnunternehmer mit 250.000. Wir haben auch einen kleinen Fuhrpark hier soweit zusammengestellt. Das heißt, jeder hat ein eigenes Fahrzeug. Darauf habe ich geachtet, weil es soll auch keine arbeitslos sein. Und ansonsten haben wir uns hier so ein paar Gerätschaften mit dazugepackt und werden jetzt nach und nach ein paar Aufträge machen. Was für Aufträge wollen wir denn machen, Jungs? Ja. Gute Frage, oder? Düngen und Ernten. Düngen und genau. Ernten. Wollen wir so machen, dass wir mal 3-3 vielleicht einen Auftrag machen oder wollen wir noch einen mehr machen? Das wäre schon gut, dass wir uns mal so zu dritt aufteilen, erstmal 3 Aufträge annehmen und dann lass gehen, ne? Genau, Ziel des Projekts hier, wie gesagt, wir sind auf der Kandelin, auf der V2, ne, das ist die aktuelle Version. Eine Modliste wird irgendwann nochmal folgen, mit welchen Mods wir hier unterwegs sind, aber da müssen wir einfach mal schauen, dass wir das irgendwie... Ja, erstmal so hinbekommen. Die Kandelin kennt ihr wir haben auch ein paar kleinere Mods mit dabei, dass wir auch mehr Aufträge annehmen können. Und auch ein paar Fahrzeuge mit dabei, hier Simple IC und so weiter. Ansonsten, das Projektziel ist quasi, erst einmal 3 Millionen zu erreichen. Wenn wir die 3 Millionen erreicht haben, dann werden wir erst auf die Höfe gehen. Ne, das ist natürlich vielleicht auch nochmal wichtig. Vielleicht auch für euch zu wissen. Ansonsten, die Folgen kommen immer montags, mittwochs, freitags und wenn wir schaffen, 4 Folgen aufzunehmen, sonntags, immer um 17.15 Uhr. Und ja, das vielleicht mal kurz zur Info. Ich würde jetzt einfach mal einen Auftrag auswählen und zwar nicht mal den Ernteauftrag. Sollen wir Geräte noch mit ausleihen? Ja, müssen wir ja. Wir haben ja nicht alles. Wir haben einen Drescher, ne? Wir haben einen Drescher, haben wir nur, ne? Okay. Ja. Gut, dann würde ich mal einmal die Geräte ausleihen. Zack, dann haben wir Feld 27. Welchen Auftrag wollen wir noch nehmen? Was hatten wir gesagt? Ballenpressen haben wir doch gemeint, oder? Einmal Ballenpressen. Nimm mal einer von euch einen Auftrag. Ihr habt ja, glaube ich, auch die Rechte. Ich will keinen Ballenpressen. Warum nicht? Hast du keine Lust mehr, Heiko? Nee, kein Ballenpressen. Okay, dann mache ich was anderes. Ihr Vertrag akzeptieren. Ja. Okay, einmal den. Also Ernten habt ihr jetzt genommen. Okay. Ernten 27. 27 und 28 haben wir jetzt, ne? Also die beiden Aufträge. Also bringt einmal 105.000, einmal 96.000. Und dann würde ich sagen, nehmen wir noch einmal einen Düngerauftrag, oder? Und die Feld 1, oder? Ja, komm, mach Feld 1, wähl aus. Komm, wähl aus da das Ding. Zack, jetzt haben wir Aufträge. Habt ihr alle noch Geräte da mit quasi Alter. Gemacht? Okay. Irgendjemand hat ein Echo von euch. Ich glaube, Tobi ist das. Muss man einmal kurz gucken, Tobi. Ist aber nicht schlimm. Das kriegen wir, glaube ich, irgendwie. Ja, so okay. Ein bisschen. Aber ist nicht schlimm. Alles gut. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Also Feld 27. Wer will denn wo jetzt erstmal mit hin grundsätzlich? Mir ist das vom Grundsatz her egal. Mir ist es auch egal. Mir ist auch egal. Ah, ja. Wir stehen doch jeweils 3 Fahrzeuge in einer Garage. Würde ich sagen, ne? Wir haben einen Drescher haben wir, ne? Ein Drescher, ja. Also einen Drescher haben wir selber und Einen haben wir geliehen. Also ich würde dreschen. Ja, okay. Ich auch. Dann teilt euch einfach auf. Ich springe jetzt mal einfach in irgendein Fahrzeug. Ich gehe mal kurz zum Shop. Mach da Abfahrer. Guck mal, was da rumsteht. Jo, kann sein, Abfahrer. Dass ich wir auch. Dann halt noch einen Drescher mieten müssen. Ach, noch einen weiteren oder was? Okay. Ja. Ja. Ja, müssen wir einfach mal schauen, ne? Also wir können da auf jeden Fall mehrere Aufträge machen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Ich glaube, ein LKW steht beim Händler, oder? Halt. Der LKW steht beim Händler, ja. Da müssen wir mal gucken. VCM haben wir drin, ne? VCA meinst du? VCA. Gut, dann nehme ich den. Ja, VCM, ja, genau. Adaptive Lenkung aus. So, ich spiele jetzt einfach mal hier so ein bisschen rum.
Im zweiten Auftrag wird auf jeden Fall der Trasher, dann nehme ich den. Fahrer, ihr seht schon, Leute, das ist auf jeden Fall richtig, richtig viel zu tun hier. Also Düngerauftrag haben wir auch, ne? Richtig? Ja, ne? Ja. Okay. Wir haben Düngerauftrag, glaube ich, ja. Ja, okay. Wollen wir mal gucken, wer jetzt wo überhaupt hinfährt. Das ist halt erstmal die Frage. Heiko, auf welches Feld fährst du? Wo gehört der hier zu? Ich glaube, das 27. So, ich nehme mal die Spritze mit von euch, ja, ne? Der LKW war auch bei das 27, ja, ne? Kann, ja. LKW auch mit. 27. Jawohl. Ja. Da müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Also ihr seht schon, da muss ich erstmal ein bisschen einspielen, weil wir haben so in der Konstellation noch nie zusammen gespielt, aber ich denke, wir kriegen das auf jeden Fall hin. Jo. Düngen. Soll ich mir noch eine weitere Spritze mieten, oder was? Ja, ne? Dann würde ich auch noch mitdüngen erstmal. Ja, eine, glaube ich, brauchen wir noch. Okay. Zur Info beim Fahren aufpassen, oder? Ja, Blitzer. Ja, genau. Ja, so ein bisschen, ne? Also Blitzer haben wir auch mit verbaut hier. Feuerwehrmod ist nicht mit drauf. Ansonsten würde ich mir jetzt einfach mal eine Spritze holen. Beziehungsweise, warte mal, Jan, du bist auch am Düngen, ja? Ja. Jan düngt. Okay, wer fährt jetzt ab? Ich dünge, der Dominik düngt. Ich fahr ab. Ja. Ich bin gerade unterwegs zum Händler und hol den Hänger und den LKW zum Abfahren. Ja, okay. Richtig, aber am Händler stand, glaube ich, noch ein Hänger. Da steht noch ein Hänger. Ich guck den mal. Hol ich mir mal. Ich habe zwei Hänger hinten dran. Okay. Ich fahr zu 27. Dann gehe ich zu 28. Okay, steht jetzt da noch ein Hänger oder steht da kein Hänger? Werde ich jetzt gleich sehen, ich bin gleich dort. Ja. Müssen mal gucken, ich weiß nicht, ob das geht, wenn wir auf dem anderen Feld fertig sind, dass wir den Drescher mit rübernehmen aufs nächste Feld. Doch, das geht eigentlich schon. Müsste eigentlich gehen. Solange wie wir nicht abschließen, richtig, müsste das eigentlich gehen. Genau, Aufträge immer erst abschließen, kurz Bescheid geben quasi, das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Weil ich denke mal, wenn wir irgendwo noch einen Drescher brauchen, brauchen wir nicht unbedingt noch extra einen mieten, dann fahren wir zur Not erst mit zwei Dreschern auf ein Feld oder mit dreien. Wir haben ja einen, haben wir ja selber. Da steht jetzt nur der LKW und der Hänger. Okay, der LKW fährt jetzt niemand, oder was? Den fahr ich jetzt so. Den fährst du, okay. Wir haben jetzt einmal die Spritze unterwegs, einmal die Düngermaschine. Haben wir Auffüllstationen? Oder muss ich ja, Auffüllstationen sind am Hof, ja. Alles klar. Neben der Werkstatt. Neben der Werkstatt direkt. Okay. So. Ich fahr am Feld 28, ne? Ja, fahrt einfach, wo ihr meint. Wie gesagt, wir müssen halt die Aufträge alle schaffen. Ich besorge mir jetzt noch einen Düngerstreuer. Oder Heiko, ne? Maximale Breite, weil ich mal Platz hier. Ja. Das sollte, glaube ich, so gerade eben funktionieren. Das passt. Aber müsste nicht einer noch am Händler stehen? Vom Auftrag? Nein, den hat man nicht gemietet. Den habe ich. Ach, du hast nicht gemietet? Okay. Habe ich vergessen. Ja, bitte immer mitbieten die Fahrzeuge, weil ansonsten zahlen wir doppelt und dreifach. Das ist immer schwierig. Ja, ich gehe jetzt auf Feld 28 mit unserem Drescher. Okay, alles klar. Gut. Den musste ich übrigens gerade mal noch kurz reparieren. Der war komplett unten, gell? Was, unser Drescher? Ja. Echt? Ja. Okay. Hatte ich gar nicht irgendwie im Blick gehabt. Und ihr müsst auch dann aufpassen. So, hier ist, glaube ich, die 27. Ja, das ist dieses blaue, türkise Dinkelfeld, glaube ich, war es. Ja. Wo die Feldeinfahrt ist. Ja, ich bin auch gerade beim Händler. Gucken wir gleich mal. Das heißt, wir brauchen noch, wir haben einen LKW, wir haben einmal dieses Doppelabfahrwerk mit den beiden Agrolinern, ne? Das hab ich, ja. Das hast du, okay. Und, wo fährst du nochmal ab, Peppi? Ja. 28. Okay. Gut, dann bin ich 27. Du hast du hast den LKW, ne? Ja. Ja, okay. Da passt ja ein bisschen mehr rein. Da würde ich sagen, dann gehe ich noch zusammen auf das andere Feld. Oder soll ich düngen? Mir ist das vollkommen Rille. Also, mir ist das auch Rille. Wenn ihr das alleine schafft mit Abfahren und so weiter, das müsste eigentlich passen. Schauen wir mal. Ja. Irgendwie fangen wir hier unten an. Ja. Kann es sein, dass wir für Flüssigdünger keine Aufladestation haben? Das ist korrekt, ja. Ah ja, also muss ich doch zum Händler. Ja. Leider. Okay. Ja. Ah, kriegen wir schon irgendwie hin. Das müsste schon irgendwie passen. So, warte mal, ich komm mal zum Händler rüber hier. Nee, Dominik, die sind Deko, oder? Ja, ist alles Deko, ja. Genau. Echt? Okay. Ja, also die sind Deko, die da hinten stehen. Da kannst du nichts mitnehmen. Nein. Aber drin verstecken. So. Ja, nee. Der könnte ja mal versuchen, aber nee. Ja, aber. Der läuft bei euch, Jux. So, warte mal. Ich hole mir jetzt nochmal. Hepp, du müsstest weiter, oder? So, warte mal, ich guck mal kurz. Ja, ich such grad das Feld. So. Ah ja.
Hab zwar die Karte auf, aber... So, Strohablage brauchen wir nicht, ne? Strohablage brauchen wir nicht, weil wir können könnten es aufnehmen, wir haben auch die Mod mit drin. Aber ob das jetzt Sinn macht, schon direkt am Anfang, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ich häcksel das erstmal. Häckseln, du meinst dreschen? Ja, das Stroh häcksel ich. Ach so, okay. Ja gut, kannst du machen. Ich kann es auch per Ladewagen holen und direkt verkaufen. Ja gut, das kannst du auch machen, ne? Wenn es unser... Ja, ihr könnt ja, mach mal eine Bahn, mach ich mal. Dann probierst du das aus, wenn es nicht geht, dann ja. Ne, können wir es ja. Ja. Hatten wir einen Ladewagen bei uns? Ja, ja, hatten dann wir. Dann hole ich den. Wie gesagt, da kannst du dir vielleicht mal holen und ihr könnt ja auch mal in den Kommentaren schreiben, ob wir das Stroh aufsammeln sollen und dann vielleicht nochmal verkaufen, weil das ist ja auch noch zusätzliches Geld. Es ist zwar nicht viel, glaube ich. Wir spielen übrigens auch mit Mais Plus und Forex Extension, also das volle Programm hier. Und das wird auf jeden Fall lustig. Auch später, wenn es dann um die Tiere geht. So, Dominik, was nimmst du? Ach, du nimmst den Ladewagen, ne? Okay. Alles klar. Ich nehme nochmal hier so einen Dünger mit, so einen Düngerstreuer. Ich nehme den Exakta mal wahr, hier vor Querneland, weil der ist eigentlich ganz gut, ne? Der hat eine große Arbeitsbreite. Oder soll ich lieber einen Überladewagen mitbringen, wo wir dann auch am Feld überladen können? Was meint er? Oh ja, nimm einen Überladewagen. Ja? Einen Überladewagen bringe ich mal mit, wa? Ist, glaube ich, besser. Dann mache ich den voll mit Dünger. Und welchen wollen wir denn da nehmen? Ich würde sagen, den hier mit... So, auf Feld 27 liegt gleich eine Bahn. Wir nehmen den, Ninja mit hier. Mit Breitreifen und so weiter. Sieht vielleicht ein bisschen komisch aus. Jetzt habe ich den gekauft, lol. Egal. Oh. Ich sag noch mieten und kaufe. Da schmeißt das Geld zum Fenster. Man kennt's. Das muss ich erst einspielen. Alles wird gut. Ja, krieg ich schon hin irgendwie. So. Ist ein bisschen over jetzt hier, das Ding, aber ich lade das bei uns am Hof auf, ne? Auf 24 seid ihr am Düngen, ne? Richtig? Eins. Ach, auf Feld 1. Gucken wir mal kurz. Feld 1. Ach, das ist da oben. Okay. Tobi, ich fahre hier wieder runter. Warte, jo. Ich fahre mal hier rum. Dann drehe ich um. So, warte, Sekunde. So, fahren wir einmal kurz zum Hof. Weil Feststoffdünger bekomme ich ja da. Das musst du, glaube ich, hinbekommen. Na, gucken wir euch mal. Peppi, du kannst mir schon direkt hinterherfahren. Ich bin schon bei 33%. Okay. Ich habe ein LKW, so ein Wendekreis wie ein LKW, sagst du. Ja, gut, fährst du auch ein LKW, oder? Wahnsinn. Ja, verrückt. Wenn er ja, dir das nicht also gesagt hätte, du hättest es nicht gewusst. Ja, ich will nicht, ne? Gott sei Dank. Aber ja gut, was will man halt machen? So. Ja, jetzt habe ich fast die ganze Folge verschwendet, einmal von A nach B zu fahren. Also ihr merkt schon, 37 erst. Die Map ist auf jeden Fall sehr, sehr groß und sehr, sehr riesig. Da muss man erstmal gucken, dass man da irgendwie so, ja, irgendwie so richtig klarkommt. Ideallinie finden. Die Ideallinie finden. Ja gut, wobei so ein Überladewagen, ich sag mal, wenn wir den jetzt hier so bei uns im Dingens haben, ist glaube ich gar nicht verkehrt, ne? Ja, ich denke auch. Alles gut. Passen jetzt, glaube ich, 30.000 Liter passen da jetzt rein. Da können wir auf jeden Fall mal ein bisschen was überfüllen und vor allem, ihr könnt ja weiterfahren und dann kann man mal kurz ranfahren und kann das Ganze dann auch einmal befüllen, ne? Ja. So. Gucken wir mal hier. So. Aber ich habe halt keinen Flüssigdünger drin, ne? Das ist halt logisch, ne? Ich kann halt nur Feststoffdünger da drauf packen. Flüssigdünger-Tank könnten wir aber vielleicht auch nochmal hinstellen. Du kannst Flüssigdünger, glaube ich, in dem die Bayer Kandelin in dem Mod-Ordner mit drin sind, kannst du, glaube ich, auch dann halt Herbizide und Dingens bei dir ins Hofsilo mitfahren. Ah ja, stimmt, richtig. Ja, gut. Ja, klapp mal ein, Tobi. Müssen wir mal gucken. Müssen wir das vielleicht irgendwie auch nochmal testen halt. So, und zwar der Jens und der Heiko, die spielen ja, glaube ich, auch so alt, auch auf der Kandelin, ne? Ihr kennt euch da ganz gut aus, hier auf der Kandelin. Ja. Ich habe heute auf Feld 21 wie viel? 350 Ballen gepresst. Ah ja. Läuft. Ja. Hätten wir doch einen Ballpressenauftrag nehmen sollen, ne? Nee. Nicht. Achso, gut. Ich glaube, ich habe heute auch schon 5 Ladewagen weggefahren oder so. Ah ja. Ja, also, beziehungsweise Kugel macht er auch mit. Ja genau, insgesamt habe ich jetzt halt 600 Ballen gepresst. 600? Mhm. Ja, da hast du war Übung nicht drin, viel. Ne? Ja. Hättest du eigentlich direkt weitermachen können. Wann war das? Da haben wir 200, knapp 300 Silageballen gepresst. 300? Ja. Okay. Das war, glaube ich, vor 4 Tagen, glaube ich, oder ja. So. Ja. Guck mal. Das muss dann alles gern. Also geht das mit dem Aufnehmen, Anthony? Ja, ne? Funktioniert.
Ja, dann mache ich mal wieder an. Also ich habe auch Strohablage. Kunstdünger brauchen wir, ne? War es richtig? Kunstdünger? Ja, ne? Ich mach das mal kurz voll hier. So, einmal voll machen. Happy kann schon Tempomat auf 10 Dünger. Stellen. Zack. Okay. So, das kostet natürlich jetzt ein bisschen Geld, Leute. Ich weiß nicht, wie viele Liter brauchen wir. Soll ich einmal voll machen? Ja, ne? Mit Dünger den Feldern denke ich ja. Ja, ich denke auch, dass wir es einmal brauchen. So, haben wir den Mod drauf, wo du die Ausbringmenge verringern kannst? Nee, den habe ich jetzt noch nicht mit draufgepackt. Ah ja. Ne, aber ihr habt ein Feldrechner drauf mit Steuerung links G, könnt ihr halt gucken. Also wir bräuchten für Feld, welches war es? 1, ne? Ja. Dünger 8600 Liter nur. Aber ist ja nicht schön. Ja noch. Was wir haben, haben wir auf jeden Fall. Ja, Leute, ja, genau. Ich würde sagen, ja, das war schon die erste Folge. Da sind wir schon am Ende. Ich versuche jetzt. Ja, es ging halt fix, ne? Und da würde ich einfach mal jetzt zu euch rüberfahren. Ja, wenn es euch gefallen hat, Leute, wenn ihr das Projekt feiert, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich wünsche noch einen wunderschönen Montag, eine schöne Restwoche und ja, sag vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Jo, tschüss. Ja. Tschüss.